Hallo zurück zu Let's Code Octo-Awesome. Ich bin mal wieder Tom. Und wir haben heute den ersten Geburtstag von, ja, Let's Code Octo-Awesome. Exakt vor einem Jahr kam die erste Folge raus und da haben wir angefangen mit diesem lustigen Ball, ihr erinnert euch vielleicht, auf der grünen Fläche. Ne, grüne Fläche war ja erst Folge 4. In der ersten Folge ging es wirklich um ein WinForms-Projekt, das einen weißen Ball auf einer blauen Oberfläche hin und her bewegt hat. Denk mal drüber nach. Voll cool. Voll cool. Also, das erste Jahr und wir sind inzwischen auch bei einem Stand, den man tatsächlich angucken kann. Ich starte es nochmal für alle, die es nicht glauben können. Wir... Entschuldigung. Wir sind bei einem Punkt, wo wir einen Breakpoint haben. Warum eigentlich? Achso, wir haben einfach nur getestet. Wir waren an der Stelle hier. Und wie wir sehen, ist das mit den Chunk-Renderer-Updates noch nicht so easy. Das machen wir hier nämlich heute. Darum geht es heute. Aber ansonsten haben wir eine Welt, die fließend funktioniert. Wir haben hier keine Lags mehr beim Nachladen. Die Welt um uns herum wird Stück für Stück geladen. Man kann links oben sehen, Loaded Chunks, das geht relativ fratzi-fatzi. Und um uns herum bauen sich Berge auf, Dinge werden gerendert. Das sieht ziemlich cool aus. Was noch nicht funktioniert ist, die Reihenfolge, wie die Chunks abgedatet werden, das gefällt uns noch nicht, zumindest mir noch nicht. Hier zum Beispiel ein schönes Beispiel, ich habe diesen Block eigentlich schon weggebaut. Und sobald alle Chunks geladen sind, wird auch dieses Blöckchen hier verschwinden. Da ist es. Ist natürlich ein bisschen peinlich. Deshalb, also das, das kriegen wir jetzt hoffentlich in dieser Folge noch in den Griff. Identifiziert habe ich das Problem an der Stelle des Scene Controls. Wir haben ja hier die Fill-Chunk-Renderer-Methode, die eigentlich nur ein Teil dieses Background-Threads ist. Und die einfach nur in der While-True-Schleife läuft und regelmäßig sicherstellen soll, dass Chunks, die ein Update brauchen, auch wirklich ein Update bekommen. Die Methode besteht aus zwei Teilen, nämlich einerseits das Update des, der Chunks, sofern sich der Spieler bewegt hat. Also hier oben identifizieren wir erstmal die Position, wo wir gerade sind. Hier beschränken wir uns auf die 2D-Koordinate X und Y, Z ignorieren wir hier seit neuestem. Und sollte sich das verändert haben, sorgen wir dafür, dass der Local Cache ein neues Zentrum kriegt und fangen dann im Prinzip an, die Chunk-Renderer neu zu bestücken mit Daten. Gerade überlegen, ob wir diese Masken hier brauchen. Das haben wir doch sicher irgendwann schon mal... Na, ist egal. Wir bauen die offensichtlich neu. Das ist die Frage, ob wir das wirklich brauchen. Ist egal. Auf jeden Fall machen wir in dem Block hier... bestücken wir die Chunk-Renderer neu. Was ich hier außerdem machen wollte, haben wir in der letzten Folge beschlossen. Im Prinzip haben wir hier unten, also das ist der zweite Teil übrigens, der im Moment relativ plump ist. Der macht nämlich Folgendes, der durchläuft alle Chunk-Renderer und ja, versucht ein Update zu machen. Und alle Chunk-Renderer heißt, der nimmt die der Reihe nach durch und das ist halt ein bisschen doof. Das ist der Grund, warum wir, wenn wir an der Datumsgrenze stehen oder überhaupt an der Planetengrenze, dass erstmal die ganzen in positive Richtung gerendert werden und erst dann kommen die in negative Richtung, also die in der Überschlagsrichtung. Und das ist doof, das würden wir gerne anders machen. Und zwar möchte ich hier keine Chunk-Renderer-Liste haben, sondern ich möchte eine auf Distanz sortierte Chunk-Renderer-Liste haben. Das haben wir schon mal gemacht, nämlich da, wo wir im Chunk-Cache die ganzen Sachen machen, also in Set-Center haben wir das schon benutzt. Ich habe letzte Folge beschlossen, einen Octree zu benutzen, habe ich wieder verworfen in der Pause, weil der Octree an sich jetzt ein bisschen overdosed ist für die ganze Geschichte und das brauchen wir nachher für das Ausloten, mit welchen Chunks wir, welche Chunks wir rendern und welche nicht. Also das wird nachher noch ganz interessant, aber für den Moment würde ich das genauso machen wie im hier, wie wir es gemacht haben im Local Chunk Cache. Das bedeutet, ich lege hier eine neue Liste an. Die mache ich hier mal parallel zu Chunk-Renderer. Ist das die zweidimensional?
Okay. Ach so, wegen unserem. Warum ist sie zweidimensional? Gab es einen Grund, warum wir das getan haben? Ah, Z. Okay, Z ist das Problem. Alles klar, dann ist gut. Dann ist zweidimensional absolut okay. So, das, was ich haben will, ist eine plumpe Liste von Chunk-Renderern. Und zwar plump im Sinne von platt, ganz einfach. Und die nenne ich Ordered Chunk Renderer. Und das ist im Prinzip unsere Liste, wie wir sie. Das könnte sogar ein Array sein. Was mache ich denn? Mal gucken, wie wir damit klarkommen. Ich glaube aber, ein Array ist sogar fast ein bisschen smarter. Den setzen wir eh ständig neu, also alles gut. So, und dann würden wir hier unten jedes Mal, wenn der Spieler den Chunk verlässt, und jetzt haben wir vielleicht so ein bisschen. Das ist natürlich. Index 2, weil die. Naja, ist egal. Das machen wir jetzt trotzdem mal. So, und diese Ordered Chunk List, die machen wir jetzt neu hier. Im Prinzip haben wir ja eine. Kann ich eine List sortieren? Machen wir mal Chunk Renderer. Sort. Das sieht doch gut aus. Das ist ungefähr das, was wir wollen. Kann ich hier einen Delegaten kriegen? Was ich nämlich verhindern will, ist, dass ich die Liste jedes Mal neu fülle. Und so könnte man eine vollständige Liste von Chunk-Renderern führen, die man anschließend einfach per Sort nochmal sortiert. Dann brauchen wir hier nicht so viel Action machen. Probieren wir das mal. Dann können wir nämlich hier oben bei der List bleiben. Dann machen wir dann nämlich nicht so lange rum, sondern haben hier eine List of Chunk-Renderer. Die können wir auch gleich. Nee, das machen wir. Da, wo wir sie erzeugen, das ist hier irgendwo. Chunk-Renderer hier, genau. Und hier erzeugen wir ja eh die ganzen Chunk-Renderer. Das heißt, wir könnten an der Stelle Chunk-Renderer ist dann New List. Ja, genau. Ich meinte natürlich. Entschuldigung. Wir haben es gleich. Ordered Chunk-Renderer so. Können wir im Prinzip schon eine Größe angeben. Das ist ja. Das da mal Planet Size bla. So. Wir müssen übrigens noch den Fall berücksichtigen, dass der Spieler irgendwann mal den Planet verändert, also dass die Kamera irgendwann mal den Planeten verlässt. Im Moment ist es ja fix, weil wir hier 0 drin stehen haben. Aber früher oder später kann es natürlich sein, dass sich diese Parameter hier ändern. Und dann müssen wir die ganzen Chunk-Renderer entfernen und neu produzieren. So, das haben wir ja alles in schön Kurzschreibweise gemacht. Ich nehme das mal wieder auseinander, weil dann Chunk-Renderer, das mal so, Renderer erzeugen den und schreiben den dann in zwei verschiedene Listen, nämlich einmal den da. Und einmal natürlich in die Ordered Chunk Renderer Liste. Da fügen wir den einen Renderer. Ne. Wunderbar. So, dann haben wir jetzt diese beiden Listen und würden uns jetzt hier ganz bequem Ordered Chunk List einen Sort reinziehen. Die Frage ist nur, wie bedient man den? Comparation. Das würde ich natürlich gerne inline machen, weil ich nämlich keinen Bock jetzt hier. Tut's das? Ja, sehr gut. Okay, das ist die typische. Das muss man ein bisschen raten. Das ist ja die typische Sortierfunktion,
Funktionen. Ach so, das ist natürlich jetzt ein bisschen. Ob das effizient ist? Wer weiß das schon? Ich probiere das mal. Also, was wir dann effektiv brauchen, ist die Player Destination Chunk. Nehmen wir mal Destination Chunk, weil wir ja jetzt die Distanz wieder brauchen. Shortest Distance. In dem Fall XY. Sparen wir uns das mal auf XYZ. Und holen die Shortest Distance hier raus. Chunk Position. Geht das so? Ach, das geht jetzt alles nur auf. Das funktioniert alles. Destination ist Index 2. Current Chunk ist auch Index 2. Blöd. Na egal. Ich kann hier nur ein Index 2 reinstecken. So ein Scheiß. Weil da haben wir natürlich jetzt den Chunk Position ist ein Index 3. Und die Planet Size ist leider halt auch ein Index 3. Nee. So ein Scheiß. Na gut, dann Index 3. Destination Chunk 0. Fertig. So, dann benutzen wir halt den Comparison Index. Was? Achso, XYZ in dem Fall. Chunk Position ist ein. Wir haben ja auch den Fall, dass welche gar nicht gesetzt werden. Das sind also grundsätzlich welche, die nach hinten kommen. Also wenn X Chunk Index No Value. Oh, wie war das denn? Wenn ich 1 zurückgebe, dann ist Y größer. Ist das richtig? Sehen wir dann. So. Dann haben wir mal ausgeschlossen, dass einer von den beiden keinen Value hat. Das sorgt dafür, dass die Chunks, die nicht gefüllt sind, ganz, ganz hinten in die Prio-Liste kommen. Nicht Hast Value, sondern Value. So, alles klar. Dist X. So, dasselbe machen wir hier nochmal mit Dist Y. Comparison Index Punkt Shortest Distance zu Y Punkt Chunk Index Value Planet Size. So, und jetzt ist es im Prinzip ein Dist x.getLength Length Square Root Compare to Dist y Length Square Root. So. Ich mache mal einen Breakpoint rein, mal gucken, ob das hier funktioniert. So, also wir haben jetzt hier eine Liste von allen möglichen Chunks. Da sind alle möglichen drinnen, unter anderem welche, die keinen Value haben. 0, 0, okay. Schwer zu sagen, welche keinen Value haben. Na, ist wurscht, das sehen wir dann gleich. Und wir sortieren mal. 0, 1, 0, 1. Sieht richtig aus. Und theoretisch müssen wir jetzt ganz unten. Ja. 2000, ne? Welche haben ohne Value? Und das sind die, die ganz hinten sein sollten. Tja. Das geht doch bestimmt schneller. So, und die hier hinten sollten im Idealfall. Da ist aber Zeug drin.
Also wenn die alle gefüllt, naja gut. Dann gibt es nie einen ohne Value. Oder die Sortierung stimmt so nicht. Möglich, möglich. Naja, okay. Auf jeden Fall ist immer irgendwas drin und die Sortierung passt soweit. Würde ich sagen. Gucken wir mal, ob das jetzt in der richtigen Reihenfolge. Ja, das wird um uns herum aufgebaut. Das hat aber vorher schon funktioniert. Okay, das funktioniert schon mal. Was jetzt noch wichtig ist, ist das hier unten. Dass wir beim Update, also das hier passiert nur ein einziges Mal, wenn wir den Chunk wechseln. Und das hier unten sorgt dafür, dass die Chunks geupdatet werden. Und das wäre so ein bisschen die Theorie jetzt an der Sache. Dann machen wir nämlich Folgendes. Wir kicken das hier alles. Dadurch, dass wir jetzt eine bessere Sortierung haben. Return True ist mal schon mal falsch. Achso, gerade mal gucken, was die Konvention war. Wenn True zurückkommt, dann wurde was gemacht und wir brauchen ein Update. Und wenn False zurückkommt, gab es nichts zum Updaten. Okay, das macht dann Sinn. Ach, schön, dass wir hier eine eigene Region dafür gemacht haben, für die drei Zeilen hier. Also, jetzt nehmen wir nämlich nicht Chunk, sondern jetzt nehmen wir die Ordered Chunk Renderer. Wir fangen also bei denen an, immer bei denen an, die am nächsten zu uns sind. Wir gucken, ob die ein Update brauchen. Wenn nicht, continue und zum nächsten. Und wenn wir hier einmal reingelandet sind, dann gab es die Notwendigkeit eines Updates und wir sagen Return True. So. Das Return True führt dazu, dass wir wieder zurücklaufen in den Aufrufenden, hier wieder reinlaufen und sollte jetzt in der Zwischenzeit sich einer von denen, die wir schon lange übersprungen haben in der Schleife, wieder verändert haben, zum Beispiel den, in dem wir stehen und den Block weggenommen haben, dann würde der priorisiert werden. Das ist die Idee dahinter. Schauen wir mal. Das klappt ja erst rein. Warum? Was ist denn dein Problem? Ah, ich glaube, ich weiß, was das Problem ist. Das Problem war, dass es noch keine Chunks gibt. Doch, es gibt Chunks. Da war gerade einer. Ach, da unten. Da unten bauen sie sich auf. Okay, das dauert jetzt viel zu lange. Das entschleunigt diese ganze Geschichte enorm. Das gefällt mir nicht. Ist das so viel langsamer, was wir hier gerade tun? Oh ja. Okay, das habe ich mir anders vorgestellt. Warum ist das so langsam? Ich meine, okay, da sind 2000 Chunks drin. Das heißt, wir müssen hier jedes Mal wieder durch die 2000 Items-Liste. Zwar jedes Mal, aber das ist ja eigentlich okay. Entschuldigung.
Es werden Chunks geladen, das sehe ich. Und die werden auch sau schnell geladen. Also da kann mir jetzt keiner erzählen, dass es langsamer geladen wird. Aber der Chunk-Aufbau, der ist wesentlich langsamer. Ich werde es trotzdem lassen, weil es trotzdem die Sache für echt zeitet. Also wenn ich jetzt hier Blöcke wegnehme, dann verschwinden die sofort. Hier gerade wieder nicht. Doch. Okay. Doch, alles gut. Der Aufbau der Welt ist ein bisschen langsamer. Aber wie gesagt, zugunsten der Echtzeitfähigkeit hier vor meiner Nase. Aber hier kann ich nichts selektieren. Warum kann ich hier nichts? Was ist denn hier los? Warum kann ich nichts in einem anderen Chunk selektieren? Was ist denn da los? Was, das hat doch alles. Ah, die Datumsgrenze. Okay, ich kann über die Datumsgrenze hinweg nicht selektieren. Warum nicht? Diese Probleme waren doch alle schon mal gefixt. Naja, was soll's. Okay, also, wir haben jetzt eine priorisierte Local Chunk Lademethode. Wir haben eine priorisierte Chunk Renderer Aufbaugeschichte. Oder frage ich mich doch, was will man da mehr? Das hier sieht doch jetzt zum Beispiel wieder richtig gut aus. Die Sachen werden sauschnell geladen. Das ist der Wow. Also, dass der ganze Aufriss der letzten 50 Folgen hat sich doch jetzt mal gelohnt, muss man doch sagen. Vor allem, weil es sau schnell ist jetzt. Das war schon mal wesentlich langsamer. Jetzt müssen wir nur noch eine schöne Ecke finden, wo man dann auch leben will. Aber Selektion über die Datumsgrenze hinweg funktioniert mal wieder nicht. Ah, Mann, 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 Mann. Und unser Loaded Chunk Cache bleibt bei konstanten 2000. Mal gucken, ob ich noch eine höhere View Range hinkriege. Die Sonne geht unter. Und sie zappelt immer noch, wenn man runter und rauf geht. Das ist komisch. Gut. Gut, 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 gut. Also, Folge zu Ende. Ich denke, das ist ein sehr gutes Ergebnis. Das ist vor allem ein solides und stabiles Ergebnis, wo ich sagen kann, yo, das haben wir gut gemacht. Bin ganz zufrieden, muss ich sagen. Und ansonsten, was wir vielleicht noch machen könnten, ist, dass man die, also das Problem, das wir jetzt da hatten mit dem Chunk-Aufbau, dass man vielleicht eine Liste von den umliegenden 40, 50 Chunks hat, die dann höher priorisiert. Oh ja, da gibt es noch das Problem. Das kriegen wir aber auch noch hin. Ich weiß schon genau, woran das liegt. Ja, dass man vielleicht nur die umliegenden Chunks priorisiert beim Aufbau. Und dann kriegt man es wieder schneller hin. Das wäre eine Lösung. Okay, also denn, ich würde sagen, wir sehen uns heute Abend auf der Party, hoffe ich. Ansonsten nächste Woche wieder, wenn es dann heißt Let's Code Octo Awesome. Und dann schauen wir mal, was wir uns als nächstes anschauen. Weil ich finde, wir haben jetzt hier ein bisschen was hingekriegt. Ja, ich habe jetzt übrigens ein Place-Tool. Ich kann jetzt wieder basteln. Schön. Das Gipfelkreuz. Bis dann.